Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Wir haben ein kleines Ereignis wieder vor uns. Tigri! Tigri! Ja, wir haben wieder ein kleines Ereignis und hier liegt noch irgendwo eine Leiche. Ah, hier, die, würde ich sagen. Noch aus dem letzten Part. Gut. Hundi, Katzi, Entschuldigung. Den haben wir ja, gut. Den haben wir ja schön. Oh, die Bestie ist gut, die hat das mit Laune gemacht. Und vor allen Dingen das auch mit der Eule und alles. Und da, dass man einfach kurz mal zwei so wegsnicken konnten von außen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt müssen wir kurz gucken, wo wir hier hin müssen. Anscheinend müssen wir dahin, sagt der Wegpunkt. Weil da oben ist wieder so ein kleines Ereignis. Würde ich sagen. Wir haben kaum Hauptmission gemacht heute. Wir haben nur eine Nebenmission bisher gemacht. Das ist aber auch okay. Wie gesagt, das passiert. So, hoffentlich kommt meine Katze mit rüber. Oh, wir müssen ja irgendwas von der Bestie befreien. Geschafft. So. Hoffentlich war das jetzt quasi mal eine Hilfe. So, was haben wir denn hier noch irgendwo? Haben wir da irgendwas noch? Das Holz natürlich mit. Ich glaube, da unten war noch. Habe ich das jetzt geholt oder was? Schön. So, wir brauchen nämlich das Fleisch für den Köder. War nur einfach jetzt ein Zufall. So, und das Schilf natürlich nehmen wir mit. Wir können jetzt step by step ein bisschen durchreisen hier. Seltenes Schilf, das ist immer gut. Aber die Frage ist, was müssen wir hier machen? Außer das Grünblatt nehmen. Hallo. Bin ich damit jetzt gerade blöd oder hört ihr das auch? Wir müssen da irgendwie rein, ne? Oder was war das?
ich dachte, mir fällt jetzt irgendwas Dramatisches, aber schau mal. Das ist jetzt nichts. Okay, egal. Das heißt, das ist einfach nur wahrscheinlich so ein Schrein oder darum, aber das ist gut. Und dann müssen wir uns mal jetzt langsam aufmachen zu diesem komischen Handwerk, aber den will ich nämlich auch gerne mal irgendwie machen. Komm, Katze. Komm, Kätzchen. Aua. War natürlich der. Nee, nicht der Plan. Das Viech hat mich jetzt gerade angegriffen. Das hätte ich nämlich auch zu spät gesehen. Ich habe mich hinter. Wieder da. Ein Nordgelbblatt, okay. Wir haben es jetzt gerade abgearbeitet. Wunderbar. Ein neuer Dorfbewohner haben wir auch bekommen. Das ist immer gut. Und dann geht's weiter. So, ich brauche neue Pfeile. Zack, Munition fort. Aber, scheiße. Das war natürlich nicht der Plan. Aber. Gut. So. Schilf hier auch mit, das brauchen wir tatsächlich für das für das Dorf später, damit wir da vielleicht irgendwann mal die Häuser updaten können. Wir wollen nämlich diesen Schamanen, den Handwerker da mitnehmen. Oder Schlupf der Verlorenen. Und eine neue Trophäe gekriegt. So, aber da war ich heute, wollte da jetzt irgendwie mal. Hier ist oben oder was? Meine Vermutung steckt, dass es da oben steht. Ich dachte, mir wäre jetzt irgendwas. Na, wo steckt denn der? Steckt der hier unten? Doch unten?
Oder einfach nur auf der anderen Seite des Felsen. Moment, wo steht denn der? Hä? Jetzt. Ach, da drin steht der. Oh Gott. Okay, gut zu wissen. Müssen wir wahrscheinlich wieder eine Aufgabe für ihn machen. Gehe ich über den Bestien, Heini. Pickel! Der Pickel! Der pickelt auf mich, der Typ! Doch. Ja, du hast mich gerade angepisst, du Arsch! Gefangen. Und du? Komm aus der Höhle. Finde ich nicht gut. Jetzt, warte, ich mach mir mal die Keule eben. Ich will die mal anzünden. Dass ich mir das mal angucken kann gerade. Suchen wir. Tierfett, immer gut. Fleisch mitnehmen. Da unten scheint es weiterzugehen. Okay. Probieren wir es doch mal. Oh, klar. Dann haben wir noch das Problem, ist wieder, dass das Feuer nicht da ist. So. Von mir. So, bis viel. So, okay. Die Kralle. Die Kletterkralle. Du hast ein seltsames, aber nützliches Werkzeug gefunden. Suche nach diesen Krallensymbolen, an denen du klettern und schwingen kannst. Geh näher ran, bis du die Kletteranzeige siehst, dann halte dann Viereck gedrückt, um sich mit der Kralle reinzuhängen. Du kannst zwischen dem Kletterpunkt wechseln, ohne den Boden zu berühren. Das ist immer gut. Das Problem ist, dass ich jetzt meine eigene Kralle, mein eigenes Kätzchen nicht, mein eigenes Kätzchen habe. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier halbwegs rauskomme. So, hier müssen wir mal. Hier sind wir jetzt drin, das Ding da. Da. Der Greifer. So, das heißt, wir kommen jetzt hier raus erstmal wieder. Aber das sieht doch schon gut aus.
App. Okay, dann haben wir das auch geschafft. Okay, wir müssen jetzt also uns da durcharbeiten jetzt gerade so ein bisschen. Scheiße. Gut, dass wir zwischendurch mal einige Checkpoints haben. Hatten. Okay, das scheint von oben zu sein. Ich muss nicht nur. Also wir kommen jetzt. Da kam er her, glaube ich, ne? Wo müssen wir denn da hin? Die Frage ist. Da wieder hin oder was? Ja, da sind wir, glaube ich, hergekommen. Da sind wir hergekommen, okay. Zwei. Könnte jetzt voll in. Ich habe das Problem, dass ich nicht. So, Headshot. Ich habe noch einen Zitzer. Ja, der ist. Komm, komm, stirb. So, tot. Wunderbar. Gut. Den machen wir auch noch. Diese scheiß Hülle jetzt mal raus. Aber zumindest mal die größte Gefahr los.
So, die Frage ist, sind wir hier richtig überhaupt? Raus, hä? So, muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben. So, hier hoch. Das ist die richtige Idee. Abgeschlossen. Sehr schön. Ich hatte eigentlich gedacht, oh nein, wir kommen sich wirklich hier wieder raus. Super. Und dann haben wir das auch geschafft. Zumindest den Kollegen haben wir da geholt. Wunderbar. So. Nächste Aufgabe. Keine Möglichkeit oben rum oder so, oder muss ich wirklich hier runter? Die Frage ist, wie wir es überleben. Jo. Mitnehmen. So, jetzt müssen wir natürlich da wieder irgendwie gucken, dass wir da wieder hinkommen zu dem. Wahrscheinlich, ne? Yep. Zu dem kleinen Heini da, der hat uns da fast mal eben kurz. Der uns ein bisschen angepisst hat. Warte mal. Ich hoffe, dass wir den jetzt irgendwie hier aufgespielt bekommen. Mal so, hey, wir sind ja eh. Doch, da hoch oder was? So, da sind wir angekommen. Haha, erwischt, Kollege. Hallöchen. Kennt man? Kennt man nicht? Nein, habe ich auch von Anfang an gesagt. Daishan Hasar Urusi Sanja. Hi, me.
Gut. Blut von Orus. So, genau. Blut von Orus-Steinen. Vielleicht haben wir dann noch 100 Meter oder was auch immer. Aber das würde ich sagen, machen wir dann im nächsten Part. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder bei Let's Play Far Cry Primal. Und dann suchen wir ein bisschen Blut von Orus-Steinen.